machen. Ja, also wenn ihr außer dem mündlichen Talk hier freie Argumentekultur auch in schriftlicher Form mitmachen wollt, wir haben den Versuch eines zensur- und korruptionsbefreiten Forums laufen, ein Internetforum, dessen Titel ist www.freie-argumente-kultur.de. Ja, herzlich willkommen. Wie gesagt, ich versuche mal gleich in medias res zu gehen mit dem Thema. Heute will ich jedenfalls inspirieren, dass wir darüber sprechen, was wäre ganz praktisch los in einem Schenkerland im Gegensatz zu einem Gemeinwohlland. Ja? Was machen einerseits Schenker eventuell den ganzen Tag und so weiter? Und was sozusagen machen, wie läuft das ab beim Gemeinwohlland? Wir beginnen am besten, wie kann es überhaupt dazu kommen? Kann es dazu kommen? Oder bleiben die Schenker in Deutschland und so weiter? Oder ja, wie ist das, wie kann das gehen sozusagen? Und ja, und deswegen so fange ich mal damit an, dass ich das formuliere. Zum Beispiel sehe ich das erste Problem. Ich habe es so verstanden, dass die Schenker ja im Prinzip, dass es dort kein Geld gibt. Ja, das heißt also, eigentlich ist es dann so, dass in ein Schenkerland, dass die Schenker ja im Prinzip das nehmen, so an Bauernhöfen und so weiter, die andere verschenken, die aber meistens auch in einem etwas baufälligen Zustand sind, wenn ich mich an Louis Morgenhold Projekt erinnere. Und wenn dann also jemand, wenn da ein neues Land entstehen würde, also wirklich ein neuer Staat, dann müsste der ja irgendwie gekauft werden. Es soll zwar in der Mitte Afrikas irgendwie ein kleines Stück freies Land geben, das niemandem gehört angeblich, aber da will ich mich nicht drauf verlassen auf diese Nachricht. Ich denke, ein Staatsgebiet muss man kaufen oder man muss eben in Deutschland bleiben. Und deswegen das als erste Frage an die Schenker, ja, sozusagen. Wenn man etwas kaufen muss, aber die Leute im Prinzip kein Geld mitbringen, wenn also Jeff Bezos und Bill Gates und so weiter jetzt zu den Schenkern wollten und so weiter, aber dann, ja, wie ist das, dass die dann kein Geld haben und dann gar nicht die Möglichkeit hätten, den Schenkern ein eigenes Land zu kaufen? Während bei uns im Gemeinwohlland natürlich die mit ihrem Geld herzlichst willkommen sind, nachdem sie unsere beiden Bücher verstanden haben. Ach so, ich sollte mal die Bilder so ein bisschen durchklicken, da kann ja jeder mal lesen, wer auch immer will. Wobei nur Öffi die sehen kann, gell? Öffi, du siehst sie, ne? Ich sehe was, genau. Genau, das ist jetzt vom Verlag aus. Ja, und da ist es also, geht's darum, wir könnten das kaufen, weil bei uns ja die Leute all ihr Geld behalten dürfen, nichts davon abgeben müssen, sondern eben dann in dem Schenkerland zum Beispiel Gruppenfamilien sich bilden können, vielleicht rund um Jeff Bezos und Mark Zuckerberg und all diese Leute, könnten, wenn da von einer mal mitmachen würde. Und dann hätten wir vielleicht genügend Geld, um südlich im Südende von Kanada oder Norden von Mexiko ein kleines hübsches Stückchen Land zu kaufen, in dem wir dann in Gewächshäusern Häuser bauen können, die nicht mehr beheizt werden müssen wegen der Glashaustechnik und wo dann auch die herrlichsten Pflanzen der Welt wachsen können, ne? Und ja, also das wäre so meine erste Frage. Wie ist das bei euch mit dem Geld? Ist es überhaupt vorstellbar, dass ein Schenkerland jemals gekauft werden könnte? Oder geht das gar nicht? Erste Frage. Wechsel. Ja, also je nachdem, ob jemand anders will, ansonsten könnte ich sagen, wechsel ein zu. Ja, leg los. Also erstmal, die Schenker-Theorie und Praxis ist faszinierend klein. Denn alle die Fragen, die du da stellst, sind bei uns einem einzigen Prinzip untergeordnet.
Nämlich, dass wir sagen, das allerelementarste Grundprinzip ist, dass die Menschen sich freiwillig zu vernünftiger Planung fürs Wohl des Ganzen zusammentun. Und alle Einzelergebnisse, also wenn dabei dieser gemeinsamen, vernünftigen Verantwortungsgrübelei was anderes rauskäme, nichts ist dogmatisiert, dass es diesem Grundanspruch der Verantwortungsvernunft, der offenen Verantwortungsvernunft oder auch freie Argumentekultur, wie wir das nennen, übergeordnet wäre. Es gibt keine, auch nicht nur festgeschriebene, sondern keine vermeidbaren Ideologien wollen wir haben und auf jeden Fall auch keinen Guru-Kult oder irgendwas von derartiger Sorte. Aber ich kann sagen, es gibt bei uns inhaltliche Konzepte, die sich im Laufe der 30 Jahre jetzt entwickelt haben, die eine beachtliche Konstanz haben, Stabilität und Konstanz, die offen sind, wenn bessere, vernünftige Argumente kommen, aber die kommen eben nach meiner Erfahrung nicht, also entweder weigern sich die Wechselwunsch Menschen, oder sie haben keine besseren Argumente. Und da kann ich dann schon mal ganz als Appetithäppchen zu der Landfrage sagen, für uns gibt es kein Land, das jemand als Privatbesitz gehört und verkaufen könnte. Das ist alles Diebstahl. Das ist Prostitution von Mutter Erde, was da betrieben wird. Und jeder Mensch hätte ein natürliches Anteilrecht an den natürlichen Lebensgrundlagen. Und da müsste man durch vernünftiges Nachdenken gemeinsame Konzepte für entwickeln. Wechsel 2. Ja, aber eben das, die bisherigen Eigentümer, die werden natürlich absolut auf ihren Eigentumsrechten bestehen. Und also jetzt müsste jemand also zu euch kommen, auch ein Jeff Bezos und so weiter, und der würde zu euch kommen und würde einfach mit euch leben können, aber im Prinzip sein Geld wäre wahrscheinlich irrelevant, und zum Beispiel die Entscheidung, wer in der Gruppe zum Beispiel der Vater oder ein Vater eines Kindes wird, das würde ja eher planwirtschaftlich demokratisch entschieden, wenn ich es richtig verstanden habe. Wechsel? Ja, also du hast schon eine erste Voraussetzung gleich gemacht in deinem, ich glaube, zweiten Satz, die wir eben genau nicht teilen. Die jetzigen Eigentümer werden auf ihrem Eigentum beharren. Ja, dann ist es schwierig. Dann haben wir erstmal vielleicht nicht so einfach was. Außer man geht irgendwo hin, ne, und es gibt eben Land, wo man nicht keinen ärgert und keinen zu sehr ärgert oder nicht auch selbst dann gestört wird oder weggetrieben wird. Aber unsere Antwort ist, wir wollen in Einvernehmen mit den Menschen, auch denen, die jetzt im Staats- und Geldsystem hängen, auch mit den Reichen, auch mit den Jeff Bezos und Bill Gates oder sonst was. Wir sprechen alle an und sagen dann, wo gibt es die Spielräume, wo jemand unsere Wertelogik versteht und aus inhaltlichem Verständnis mit uns kooperiert. Ob der uns von seinem Land was zur Verfügung stellt, ob der mit seinem Geld noch Land, wie wir das nennen, freikauft, solange er in diesem Monopoly-Spiel der normalen Gesellschaft mitmacht, und uns das dann im Sinne von moralischen Nutzungsrechten, wie bei den Indianern, ne? Das Land denen, die es bebauen, oder besser noch, das Land denen, die verantwortlich damit umgehen, kann er alles machen. Aber wir machen das, so gut es geht, in Einvernehmen mit den Menschen. Und so kann ich sagen, dass alle derzeit existierenden Projekte, Gemeinschaftsprojekte von Schenkerbewegung, darauf gründeten, dass wir eingeladen wurden, uns zu beteiligen. Und ja, das ist also der beste Wechselwunsch. Weg, wenn da gemeinsam eine andere Logik als richtig erkannt wird und man in diese Richtung fördert. Wechsel 2. Ja, das hat ja diese Schüler, bei denen du an der Schule vorgetragen hast, die hat ja die veranlasst dazu zu schreiben, ja gut, bis jetzt sehen wir nur eine Geschenke annehmende Bewegung und keine Schenkerbewegung. Das, die waren ja sehr kritisch, die jungen Leute, ne? Und ja, aber das wollen wir heute gar nicht kritisieren. Es geht ja darum, wie es abläuft. Und jetzt ist es halt so, dass halt also dann, also genau genommen, wenn Jeff Bezos euch ein Stück, vielleicht wirklich
einigermaßen gutes Stück Land kaufen würde oder eben auch im Rahmen eines Staates oder auch vielleicht sogar als Staatsgelände kaufen würde, dann ist es so, dass er aber selbst im Prinzip ja in diesem Staat nicht die Rolle spielt, weil es ja dann bei euch irgendwie, ja, wie ist das? Ist sein Geld dann weg, weil in dem ganzen Staat kein Geld existiert? Ja, das wäre die nächste Schlüsselfrage. Wechsel? Ja, Wechsel 1, wenn kein anderer sich da erstmal auch melden will. Also Punkt 1, die Annahme, dass weil wir kein Geld haben, wir nicht schenken können, sondern beschenkt werden, ist reine Unlogik und absurd. Denn das Ausmaß, in dem ein Mensch gibt oder nimmt, hängt nicht davon ab, ob Geld im Spiel ist. Und ich kann das ganz deutlich veranschaulichen. Also warum ich da mehr schenke und uneigennütziger bin, als die, die sich normal im Job verkaufen oder von Hartz IV oder sonst was leben, ne? Also irgendeine Form von leistungslosem Einkommen in der Gesellschaft beziehen. Das sind alles mir gegenüber eher die Abzocker und die weniger schenken, als das bei mir der Fall ist. Also ich habe eine Ausbildung, mit der könnte ich als Priester oder Religionslehrer für ein paar Stunden, wo ich mit Menschen so spreche, wie ich sowieso tue, mein Akademikergehalt beziehen. Mache ich aber nicht, weil ich meine Arbeit nicht verkaufe, sondern verschenke. Das heißt hier erstmal schenken, schenken, schenken. Und ich nehme dafür nur das Allernötigste, was ich zum Leben brauche. Jeder, der hingeht und seine Arbeit mehr nach dem Marktwert verkauft, will mehr nehmen, als das bei mir der Fall ist. Und genauso ist es so, dass jeder, der sein Hartz IV bekommt, soll mir nicht erzählen, ne, ich würde nichts zum Schenken haben. Er hat ja was das, zum Schenken. Er kriegt sein ganzes Geld auch geschenkt. Und von daher ist es gut, da genau zu gucken, wie ist das Verhältnis von Geben und Nehmen. Ja, Wechsel 2. Ja, wie gesagt, das ist ja auch nicht so wichtig, aber das, was ich jetzt mal an Yannick und den Leon, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, ja, Leon. Leon, stellen kann, weil die jetzt noch Redezeit ja auch dann haben, ist die Frage so, also es gibt ja einen zentralen Unterschied. Wenn bei uns also dann im Schenkerland ein Jeff Bezos mitmacht, vorausgesetzt, er hat unsere beiden Bücher gelesen und beide Einwirkungstests bestanden, da spielt dann Geld, stellt bei dem Bestehen eines Einwirkungstestes Null Rolle. Heute waren übrigens wieder zwei sehr gebildete Personen dabei, die das Buch gestern gekauft haben und sagen, ja, das ist das beste Buch der Welt überhaupt. Aber diese Rückmeldung kriegen wir ja ständig mittlerweile von den Buchkäufern. Und ja, also der Punkt ist halt der, im Gemeinwohlland hätte ja Jeff Bezos die Möglichkeit zum Beispiel, dass sich um ihn herum und seine männlichen Verwandten zum Beispiel eine Gruppenfamilie bildet aus 50 Männern, 50 Frauen, 50 Kindern. Und in der entscheiden die Frauenkörper, so wie der Samannen-Bonobos, genau wie der Bonobo-Frauen, der Urwald-Bonobos, danach, wen erleben Sie als den großzügigsten und effizientesten Schenker in der Gruppe und dann steuern die Frauenkörper darauf hin, dem ein klein bisschen intensiveres Sexualleben zu realisieren und auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass seine Spermien einen Vorsprung auf dem Weg zu den Eizellen bekommen, sodass er also Jeff Bezos dann mit größerer Wahrscheinlichkeit der Vater vieler Kinder in dieser Gruppe würde. Und damit wäre das wäre das Dankeschön der Frauen und Kinder, letztendlich der Frauen, für sein Schenken, ne? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, wie das bei den Schenkern gehen soll, da sie ja auch gar nicht unbedingt auf die Gruppenfamilie hin wirken würden und die Monogamie ja dann ganz andere Regeln hat. Aber ich sage Wechsel und vielleicht können ja Yannick und Dings was sagen oder Leon was sagen oder weitergeben in die nächste Runde und da haben wir dann ja sozusagen
haben wir dann ja die Möglichkeit, dann auch könnt ihr auch im Zweifelsfall in die nächste Runde weitergeben. Wechsel. Der Leon, der scheint gar nicht mehr drin zu sein gerade. Ja, ruhig ein bisschen lauter sprechen, Yannick. Ach so, ich versuche mal das Mikro ein bisschen näher Oder ranzuholen. Öffi, du kannst vielleicht noch ein bisschen lauter stellen. Nee, lauter stellen geht nicht Aber mehr. jetzt so, Ja, also super. so jetzt könnte es lauter sein. Ja, Ja, super, super. schon mal gut. Natürlich, also denke ich schon, dass es da Übergangsphasen, Zwischenstufen geben kann, wo theoretisch auch Jeff Bezos mit uns auf demselben Grundstück wohnen könnte. Aber natürlich würde der Jeff Bezos bei uns Schenkern jetzt nicht irgendwie eine höhere Stellung bekommen, nur weil er irgendwie da ein paar, weiß ich nicht, wie viele Milliarden noch auf dem Konto hat, sondern bei uns zählt ja die beste Gemeinwohlargumentation, unabhängig davon, wie viele Milliarden man noch auf irgendwelchen Konten lagernd hat. Das ist das ist ja die Grundorientierung dabei und dementsprechend, also bei uns gibt es ja auch kein sogenanntes Eigentum, sondern moralische Nutzungsrechte. Und das ist, denke ich mal, auch so die realistischere Sichtweise auf die Realität, die sie eigentlich sein sollte. Und ich kann mir dann dementsprechend auch gut vorstellen, dass dieses Denkmodell dann Stück für Stück auch diesen Irrglauben des Eigentums ablösen kann. Genau, das kann ich dazu sagen und dann würde ich auch einfach schon mal wieder weitergeben, dementsprechend in die nächste Runde. Ja, ich arbeite noch an der Uhr. Wo klemmt's? Wo klemmt's? Jetzt hat es. Ja, so, jetzt ist wieder alles bereitet. Moment. Also Leon ist definitiv weg, ne? Meint Yannick jedenfalls. So, Wechsel 2. Ja, aber zum Beispiel die Entscheidung bei den Schenkern sozusagen, wenn ich es richtig erinnere, war ja, wer mit wem ein Kind bekommen sollte, würde eher basisdemokratisch entschieden. Nicht durch den Frauenkörper der einzelnen Frau, sondern basisdemokratisch entschieden. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das würde ja, nee, um die Frage noch abzurunden, das würde ja bedeuten, dass es eventuell sein könnte, dass sich gar niemand dafür entscheidet, dass auch Jeff Bezos mal der Vater eines Kindes wird. Und das könnte ja aus unserer Sicht natürlich auch bedeuten, dass sozusagen bei uns die Frauen sich Körper vielleicht, je nachdem, ob er sympathisch ist und so weiter, und hübsch ist und so weiter, die Frauen sich für Jeff Bezos als Vater auf nicht bewussten Ebenen des Körpers entscheiden und im Schenkerland eventuell anders demokratisch entschieden wird. Na, Wechsel. Ja, Wechsel 1. Also erstens, Jeff Bezos, Bill Gates und so weiter könnten alle zur Probe natürlich sowieso kommen und auch als Sympathisanten oder Verbündete bei uns in Projekten mitleben, auch mit ihren Millionen, ohne dass sie so volle Schenker werden müssten. Also wir sind da sehr flexibel im Sinne von Modellen fließender Übergänge.
wo jeder so reintasten und sich so erleben kann und dann schauen kann, was ihm gut tut. Kann es auch mit gestalten, ne? Wie gesagt, mit den vernünftigen Argumenten. Tatsächlich aber, wenn jemand zu uns kommt und nach unserer Steuerungslogik fragt, Entscheidungslogik fragt, die richtet sich nicht nach Macht und Geld und so weiter, oder ob jemand besser tricksen kann oder Monopoly spielen kann und so weiter, sondern da gilt für uns, ich zitiere eigentlich immer gern Artikel 1 der Menschenrechte. Wechselwunsch. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit oder Brüderlichkeit begegnen. Lässt man das Erste sogar weg, ist das Entscheidende, sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Danach soll sich das Zusammenleben insgesamt strukturieren. Auch die Entscheidung. Wechsel 2. Ja, was ist dann aber ganz konkret bei dem praktischen Beispiel, das ich auch irgendwo notiert habe? Was ist, wenn jetzt zum Beispiel Jeff Bezos an die Gruppe, an die Frauen und Kinder und so weiter, große und viele Geschenke macht und so weiter und die Frauen das auch sehr schätzen, die Kinder das sehr schätzen und so weiter, aber die demokratische Entscheidung eher eine ganz andere ist oder so, dann, ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, jemand ist zum Beispiel zu faul, etwas zu schenken und zu faul zum Foodsharing zu gehen und dann etwas Geschenke für die Frauen und Kinder mitzubringen und so weiter und so weiter. Er hat dann auch Hunger und so weiter, bekommt dann zwar von Jeff Bezos geschenkt, aber die Frauen nehmen auch wahr, dass er ziemlich wenig schenkt, ne? Aber die Entscheidung, von wem sie ein Kind bekommen, die wird eher dann basisdemokratisch getroffen und das halten wir ja natürlich im Prinzip für etwas wieder natürlich. Wechsel? Oder wie seht ihr das? Ja, Wechsel 1. Also erstmal für Außenstehende, ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie einen Zwangskollektivismus, wo in irgendeinem Parteibüro entschieden wird, wer jetzt mit wem Kinder kriegt. Also wir sind ja eine von der Basis kommende her anarchistische Bewegung. Das heißt, in so einer Schenkerkommune wären Menschen, die eine möglichst hohe Kultur, freie Argumentekultur dieser gemeinsamen, vernünftigen Verantwortungssuche praktizieren wollen. Das kann, und das wird dann im geistigen Austausch der Beteiligten, wird sich das intensivst abspielen, kann zum Beispiel auch die Frage überhaupt mit einschließen, ob es gut ist, Kinder zu zeugen. Also ich selbst habe die ersten Jahre meines Aussteigerlebens aufgrund der Schwierigkeiten dieses Aussteigerlebens, Leben auf der Straße oder Versuch, Kommunen aufzubauen und Argumente wie Überbevölkerung in der Welt und so weiter, habe ich auf Kinderzeugen verzichtet, bis die Rahmenbedingungen und meine argumentativen Überlegungen dazu hinführten, dass ich keck gesagt gesehen habe, der Weg, Menschen überzuzeugen statt zeugen, den sollte man nicht so ausschließlich betrachten. Man kann auch Menschen überzeugen und zeugen, um die Gezeugten auch am besten noch mit überzeugen zu können. So habe ich dann im Laufe der Zeit, auch weil ich gesehen habe, man kann ohne Wechselwunsch große Gefahren und ohne einen nicht schaffbaren Aufwand die Münder schon irgendwie mit satt kriegen, habe ich dann auch 2 Kinder gezeugt bisher. Aber ob und wie und welche Partner da zusammenfinden, das wird sehr stark dieser inneren Vernunft und Gewissensprüfung der Beteiligten unterliegen und im gemeinsamen Gespräch einen Hintergrund haben für die eigene Entscheidungsfindung. Ja, und so wird das seinen Weg dann in Eigendynamik, in natürlicher und logischer Eigendynamik gut finden können. Ende. Wechsel 2. Ja, aber für mich ist halt auch entscheidend, zum Beispiel, wenn die Schenker sich grundsätzlich entscheiden würden, gar keine Kinder zu bekommen, dann gäbe es in 100 Jahren keinen einzigen Schenker mehr, sozusagen, weil dann ja ein Aussterbeprozess stattfände. Wechsel? Nein, nein. Also ich habe ja auch, als ich gesagt habe in den ersten Jahren, ich verzichte jetzt auf Kinderzeugung, habe ich da konsequent das Prinzip dann bevorzugt, überzeugen statt zeugen. Also dass der Zuwachs der Schenker
durch das Überzeugen bereits vorhandener Menschen, anderer Kinder, von anderen Leuten geschehen sollte, ohne dass ich Kinder erzeugen müsste. Das hat zum Beispiel in der christlichen Religion und einigen Religionen dazu geführt, dass die sich massiv über die Welt verbreiten konnten. Das heißt überhaupt nicht gesagt, dass das ein Aussterbeprozess dann wäre. Wenn die entsprechenden überzeugenden Inhalte da sind, dann könnte es die ganze Menschheit überzeugen, auch ohne dass die Gründer und Verbreiter Kinder zeugen müssen. Wechselwunsch? Ja, bitteschön. Ja, Wechsel 2. Ja, aber zum Beispiel jetzt frage ich mich halt, aus unserer Sicht ist ja so, dass im Kapitalismus die Unterdrückung der Sexualität das Hauptelement des gesamten Kapitalismus ist, weil nehme den Menschen die Liebeslust großenteils weg und gebe ihnen stattdessen das Kaufen, den Konsum, die Ersatzbefriedigung. Wie sagte der Louis, auch im Öffi fällt es manchmal schwer, doch das jetzt kleine, den kleinen Bärbauch ganz loszuwerden. Ich kämpfe ja auch ständig damit und so weiter mit dem kleinen Sachen. Und das Schenkerland wirbt ja quasi damit, dass da auch alle möglichen freien Liebesformen wirklich auch positiv gesehen werden, die Gesetzeslage sogar da bejahend ist, rundum zur Lebenslust, während ja in Deutschland die Gesetzeslage ja sehr körperfeindlich ist und quasi nacktheitsfeindlich und so weiter, was es ja alles im Schenkerland nicht geben würde. Ne? Ja, ja. Wechselwunsch. Wechselwunsch, ja, sag mal was dazu, ne? Wechsel. Ja, also Wechsel 1. Wir sehen nicht die Sexualität als die höchste Fähigkeit des Menschen an oder als seine Wesenseigenschaft. Wir sehen wie die Menschenrechte Vernunft und Gewissen als die höchste Fähigkeit an und wir sehen dementsprechend als schlimmste Untat auch aller Systeme in der Welt, ob wir sie kapitalistisch, imperialistisch oder wie auch immer nennen wollen, die Verstümmelung der menschlichen Geistesfähigkeit, seiner Vernunftseele. Und da wäre der Durchbruch, diese freie Vernunft zuzulassen und da freie Argumentekultur entstehen zu lassen, dass die Menschen in ihrer wesentlichsten Fähigkeit auch in ihr Potenzial reinwachsen können. Und dementsprechend kommt da auch, wenn man frei vernünftig denkt, kommt natürlich raus, dass die Menschen auch im Bereich der Sexualität alle künstlichen oder irrationalen Hemmschwellen und sowas ablehnen werden und sagen werden, was vernünftig und verantwortlich Ende. ist dadurch auch gerechtfertigt. Ja, Wechsel 2. Ja, das ist ja eben schön zu hören, aber es ist eben beim Gemeinwohlland ist es nochmal so, dass auch diese Gewächshäuser und so weiter, alles würde so konstruiert, dass immer auch eine 150er Gruppenfamilienlebensweise möglich ist, auch wenn die Leute sich alle noch entscheiden, vielleicht monogam zu leben oder so. Ja, also bei uns würde also wirklich da schon in diese Richtung immer grundsätzlich auch diese Chance gegeben und unsere Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften fördern ja dann auch aus den Gesundheitsgründen das Kommunenleben, das Gruppenfamilienleben oder auch wenigstens das Mehrgenerationengemeinschaftsleben. Aber ich mache mal so ein Beispiel, was machen Schenker so den ganzen Tag zum Beispiel. Ich habe das so verstanden, dass ja schon auch planwirtschaftlich, basisdemokratisch argumentiert wird, um dann zu überlegen, was, wie, wo hergestellt wird und wie auch immer und so weiter in dem Schenkerland sozusagen bearbeitet wird, gemacht wird, denn es ist ja hoffentlich nicht Konzept, dass man immer von außen versorgt wird, also immer nur nehmend ist, sondern dass auch im Schenkerland auch selbst eigene Nahrung und was hergestellt wird und angebaut wird und so weiter oder und so weiter. Und da setzt natürlich dann jeweils Bauernhofgelände voraus, aber der Morgenheut bietet ja, glaube ich, viele Anbaumöglichkeiten. Ne? Und aber
der planwirtschaftliche Punkt wird ja sein, dass es zu notwendigen planwirtschaftlichen Fehlentscheidungen kommt. Denn der Ideenreichtum, wenn einer eine geniale Idee hat, die sich aber in der demokratischen Mehrheit nicht durchsetzt durch Argumente, dann findet das ja im Schenkerland nicht statt. Während im Gemeinwohlland würde der einzelne Unternehmer seine geniale Idee umsetzen dürfen und würde damit unheimlich Erfolg haben, würde große staatliche Verdienstzuschüsse bekommen. Und so ist dann dadurch auch wirklich das hocheffizient bleiben einer Volkswirtschaft gegeben, sodass dann auch die Wettbewerbsfähigkeit im Gegensatz zu einer DDR erhalten bleibt und vorhanden bleibt und die Verteidigungsfähigkeit, die ja gerade der Ukraine, den Indianern, den Indios und dem Irak fehlte, die würde dann ja vorhanden sein. Erstmal Wechsel an Jannik, ne? Der hat ja noch Zeit. Ja, Jannik, was sagst du dazu? Ja, Wechsel null, ja, ich sag dazu, also im Schenkerland würden ja die genialen Gemeinwohlideen ja auf sehr fruchtbaren Boden fallen können, weil es bei uns nach den besten Gemeinwohlargumenten geht. Und insofern sehe ich da auch das Potenzial für die guten Ideen und Konzepte, dass die ja gerade die verwirklicht werden Wechselwunsch. Können, weil die dann auch gemeinsam nach den besten Argumenten gehen wollen. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Ja, aber nochmal das Beispiel. Die anderen in der Basisdemokratie und der planwirtschaftlichen Gesprächen müssen doch verstehen, was diese Einzelidee einer Person ist. Aber wenn diese Idee genial ist und nur der eine überzeugt ist davon, dann würde es ja eben in einer Planwirtschaft nicht Realität werden. Das müssen ja viele verstehen können. Dadurch fehlt aber dann, findet einfach diese geniale Idee nicht statt und damit verliert quasi das Schenkerland seine Wettbewerbsfähigkeit. Wechsel? Wechselwunsch. Ja, also da ist ja sowieso ein Unterschied bei uns. Also sozusagen, dass du jetzt sozusagen bei der Gemeinwohllandgeschichte da noch weiter mitspielen möchtest im kapitalistischen Rüstungs- und Wirtschaftsgeschehen, das ist ja, wie gesagt, das ist ja im Prinzip ja zu unserer Idee eigentlich ein Widerspruch. Und ich sehe es auch so, also die geniale Idee ist gerade dann eben so fruchtbar, wenn sie eben auch die Menschen verstehen können und da eben dann auch ein sozialer Bezug für die anderen Menschen zu dieser Idee da ist, anstatt dass irgendein genialer Freak, die anderen wissen zwar nicht, was macht er da, aber der hat irgendwie eine geniale Idee, ohne dass die anderen das verstehen und die dann irgendwie pushen kann. Und dadurch dann sozusagen was auch Trend sein kann. Also da sehe ich gerade umso wichtiger, dass die Leute das dann auch verstehen, wenn da jemand eine Idee hat, damit die Leute dann auch einen Bezug zu dieser Idee bekommen können. Und das andere ist halt sozusagen wirklich für mich dieses Paradoxe ein Stück weit, auf der einen Seite Gemeinwohl, aber dann auf der anderen Seite doch wieder Kapitalismus und Rüstung und wo dann eigentlich das gegenteilige Prinzip ein Stück weit zum Gemeinwohl. Eventuell mag es da ja auch relative Zwischenschritte geben können. Also ich will das jetzt ja gar nicht verteufeln, so pauschal. Aber ich sehe da auf jeden Fall gute Möglichkeiten, dass eben wirklich den genialsten Ideen auf fruchtbarem Schenkerboden wachsen können, gerade auch mit dem Zusammenhang, dass andere Leute das verstehen können, wenn da zum Beispiel viel miteinander gesprochen wird und kommuniziert wird, dass dann andere Leute diese Idee auch verstehen und durchschauen, ja, und dann alle gut davon profitieren können und die Idee vielleicht auch so genial ist,
dass man dafür gar keine militärischen Aufrüstung dann braucht, um die zu beschützen oder um da irgendwie Mauern um ein Land rumzubauen oder wie auch immer, sondern dass die Idee vielleicht so genial ist, dass die anderen Staaten davon so die Herzen so erweicht, erwärmt werden, dass die das gar nicht mehr angreifen wollen. Ja, so in die Richtung könnte man ja auch denken. Wechseln. Gibst du weiter in die nächste Runde? Ja, ich gebe weiter in die nächste Runde. So, dann mal die Uhren stellen. So. Wechsel 2. Ja, das ist ja der Grund, warum wir vom Gemeinwohlland quasi sagen, ja, das Schenkerland, das hat für uns so etwas von einem Selbstmordprogramm an sich, ja. Denn wir wünschen uns auch, dass wir im Gemeinwohlland auch selbstverständlich nur die natürlichen 3 Stunden pro Tag arbeiten möchten. Aber das können wir nicht, weil außenrum lauter sabbernde, kapitalistische, angriffslustige und angriffsgierige eben nicht gemeinwohlorientierte, sondern Waffenindustrie, profitorientierte Kriegsstaaten sind sozusagen. Eben genau das Gegenteil des Gemeinwohllandes, wo eben jeder Tote ein Verlust für die Friedensförderungs- und Erhaltungsindustrie wäre. Dadurch ist es quasi so, dass die Schenker sich selbst ein Stück weit in die Rolle der Indianer, Indios und der Ukraine und des Irak begeben würden. Und dann eben jemand, der ins Schenkerland zieht, aus meiner Sicht seines Lebens nicht sicher ist. Da hat jemand Wechselwunsch gerufen? Janik. Ja, gerne. Wechsel? Ja, also da sehe ich das auch ein bisschen anders, weil ich würde es jetzt auch nicht pauschal sagen, dass jetzt sozusagen die Ideen, die von den Schenkern kommen, immer gleich zwangsläufig ein Dorn im Auge sein müssen, den Kapitalisten. Also, sondern ich sehe es so, dass wir uns ja Wechselwunsch möglichst versuchen, darauf zu fokussieren, dass wir eben genau auch diese brückenbauenden Dinge hervorbringen können, die eben, wo die anderen dann auch erkennen, das brauchen wir gar nicht abschlachten, das schadet uns nicht und wir können vielleicht auch mit von profitieren, also sozusagen diese Verwandlung beziehungsweise ja diese fruchtbare Synergie entstehen kann. Wechsel. Wechsel 2. Ja, das ist alles ein schöner Wunsch, aber wir Naturwissenschaftler sehen den Menschen als ein ganz primitives Viech, das, wenn die Waffenhändler in Putins Russland die Idee ausstreuen, dass ein Krieg auch eine Möglichkeit sein kann, eine militärische Operation eine Möglichkeit sehen kann, dann sind die gehirngewaschenen Kapitalismusopfer also jederzeit bereit und die funktionieren dann so, dass sie die Schenker empfinden als Untermenschen, als Lumpen, als Gefährliche, als Böse und so weiter. Da wird man weder mit euch sprechen. Das einzige Sprache, die man mit euch sprechen wird, ist die des Maschinen Gewehres, einfach niedermähen, weil mit einem Teufel redet man nicht. Und die Ukraine ist zum Beispiel jetzt der Teufel und der Irak war für die USA der Teufel und wurde einfach nur niedergemäht. Und so primitiv ist halt der Kapitalismus. Wechsel. Ja, also das würde ich nicht sagen, dass man das so pauschal sagen kann, dass, ich meine, es ist ja jetzt auch so, dass wir nicht einfach niedergemäht werden. Gut, es mag vielleicht Widerstand geben und wir sind ja jetzt auch dabei, wir haben ja jetzt auch unsere Schenkerland-Flecken
Und das würde ich nicht so pauschal sagen, und sondern ich sehe da schon, auch wenn man jetzt umrundet ist von Kapitalisten, eben genau diese synergetischen Schnittmengen. Also da kann ich nicht sagen, dass das irgendwie immer gleich pauschal Maschinengewehr komplett niedergenäht wird. Wechsel 2. Ja, aber bitteschön, was ist der Unterschied zwischen dem Irak und der Ukraine und Deutschland? Deutschland gehört zur NATO, hat, ich glaube, Patriot-Raketenabwehrriegel, die der gesamten NATO auch hilfreich sind und so weiter. Und man traut sich eben nicht an ein NATO-Mitglied ran, weil das würde bedeuten, dass man es gleich mit der gesamten Artillerie des amerikanischen und so weiter zu tun bekommt. Und da überlegt auch ein Putin und so, ja, Wechsel. Ja, aber wir sind ja die Schenker, der Schenker-Idealismus ist ja nicht zu vergleichen mit Ukraine, Afghanistan, Irak als System. Also die Wechselwunsch. Das ist ja nicht zu vergleichen. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja, aber die Indianer und die Indios waren ja auch die viel gesündere Kultur, und die Tatsache, dass noch ein paar wenige Indianer leben und noch ein paar wenige Indios übrig geblieben sind und noch nicht abgeschlachtet wurden, darf uns ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben der Kapitalismus keinen Grund braucht, um abzuschlachten, außer kapitalistische Gewinnmöglichkeiten durch Waffenverkäufe, durch Waffenhändler, aber auch durch ganz andere Möglichkeiten. Und das ist ja nun mal die traurige Realität im Kapitalismus, im Gegensatz zu einer Gemeinwohlwelt, die absolut pazifistisch werden würde. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Ich glaube, da muss man genauer hinschauen. Es gibt sowohl pazifistische Naturvölker, es gibt ja auch Unberührte, glaube ich, sogar noch im brasilianischen Urwald. Und es gibt ideologische Gemeinschaften, sage ich jetzt mal, wie Amish People und so, die extrem pazifistisch und sowas sind und die auch nicht einfach niedergemäht werden. Und wo auch kein Waffenhändler drum aus der Umgebung denkt, da kann er seine Waffen verkaufen. Oder er kann da Waffenhändler aus den Amish oder so dazu gewinnen und so weiter. Und ich glaube, dass es einfach so ist, dass die Schenker-Orientierung am vernünftigsten Argument auch für die genialsten Erfinder den besten Hintergrund bieten würde, um da eben ihre Ideen dann anerkannt zu bekommen. Und mehr zu den Strukturen sage ich beim nächsten Mal. Oder wenn du jetzt erstmal, Dylan, da noch was wieder zu gesagt hast. Wechsel 2. Ja, die Amish People zahlen eventuell sogar, ich weiß es gar nicht, Steuern an den amerikanischen Staat, sie gehören zu der USA, sind Teil der NATO, sind geschützt durch die NATO. Und die Frage ist halt, ein Schenkerland, das nicht militärisch zur NATO beitragen würde, würde niemals von der NATO geschützt werden und wäre dann genauso angreifbar wie die Ukraine und der Irak. Also die Amish People sind Teil der NATO, ja, und die zahlen eventuell da sogar Steuern und beteiligen sich an dem militärischen Abwehrriegel und so weiter. Wechsel? Also erstens trifft das schon insofern nicht zu, dass die NATO zum Teil eben ja auch in viele Kriege verwickelt war, wo auch nicht NATO-Mitglieder verstrickt waren. Das heißt, wenn die ihre geostrategischen Interessen da haben, dann ist es möglich, dass die sich irgendwo engagieren. Wechselwunsch. Und die Schenker würden ja in alle Richtungen sagen, zu allen gewaltbereiten Mächten drumherum, liebe Leute, bevor jetzt hier auch der kleinste Staat sich mit Atomwaffen so hochrüsten müsste, dass er noch Washington und Moskau abschrecken kann, indem er die Städte platt machen kann, da wäre es besser, wir denken gemeinsam über rechtsstaatliche Strukturen in der Staatengemeinschaft nach. Wechsel 2. Ja, selbstverständlich ist die NATO als kapitalistische Organisation sozusagen jederzeit bereit, irgendwelche Staaten anzugreifen, aber eben nicht eigene NATO-Mitglieder.
sondern es sind immer Nicht-NATO-Mitglieder, die die USA oder die NATO angreift. Aber das ist ja eben der Kapitalismus, dass eben die, natürlich, es gibt hier kein friedliches Militärbündnis, sondern alle sind sie angriffslustig und zappernd vor Bitte kommen. Aggressivität. Ja, Wechsel. Also, sehe da nicht die Situation, dass immer 100% alle positiven Ansätze sofort mit einem Maschinengewehr niedergemäht werden würden. Also, auch wir als Schenker haben Leute und Menschen, die, wo sag ich mal, erfahren Unterstützung, erfahren, sag ich mal, ja, synergetische Wechselwunsch. Fruchtbarkeitsprozesse. Weshalb ist dieses Argument, dieses Pauschal immer alles sofort niedergemäht, ist halt nicht, ja, das ist, oder es wäre zu, es wäre nicht treffend, das so pauschal sagen zu können. Ja, Wechsel. Ja, ich als Mensch, aber das vielleicht auch die Fernsehzuschauer, ich hätte Angst um mein Leben, wenn ich nicht in einem NATO- oder Militärbündnis geschützten Gemeinwohlland leben würde, hätte ich sofort Angst um mein Leben, weil denn selbst eigene Raketenabwehrriegel zu haben, die gegen alle Eventualitäten geschützt sein könnten, das ist, wird für so ein kleines Land wie das Gemeinwohlland trotz vieler Milliarden vielleicht trotzdem nicht leicht, also praktisch unmöglich sein. Und deswegen sozusagen hätte ich Angst um mein Leben. Und ich finde, dass die Schenker einfach sehr leichtfertig mit dem Leben umgehen. Wechsel. Naja, was heißt leichtfertig? Wir versuchen halt möglichst gemeinwohlfördernd auch unser eigenes Leben und auch unser notfalls unser eigenes, unseren Körper zu opfern. Wechselwunsch. Das ist, wie gesagt, das ist halt alles auf die ganzheitliche Gemeinwohlförderung ausgerichtet, im Idealfall natürlich. Also ja, und wie gesagt, also ich sehe da kein Argument dafür, dass es stimmen kann, dass immer 100% alle positiven Ansätze und synergetischen Sachen auch sofort mit Maschinengewehr niedergemäht werden würden. So, es mag vielleicht schwierig sein, dass da vielleicht diese Ende. Synergie zu erreichen, aber ich sehe da keine Unmöglichkeit. Wechsel. Ja, also da sind wir wieder, Wechsel 2, an dem entscheidenden Punkt. Gemeinwohl heißt ja im Gemeinwohlland, dass gemessen wird das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit und der Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden. Und wenn dann im Gemeinwohlland ja eine Politik gemacht würde von den Landeskanzlern sozusagen und am Ende sterben dort durch Gewaltakte von außen, wie bei der Ukraine jetzt dann Tausende an Leuten grausam einen Tod und so weiter, dann führt das ja zu extrem schlechten Wohlfühlstimmen und dann würden die Politiker quasi ja abgestraft aufgrund ihrer Verantwortungslosigkeit, naiv und blauäugig zu denken, dass diese kapitalistischen Staaten um sie herum absolut harmlos seien. Das sind sie ja nicht, sondern das kapitalistische Staaten haben innerhalb kürzester Zeit irgendein Argument, warum die anderen alle Schweine sind, die abgeschlachtet gehören. Wechsel. Also bei uns ist das ja auch so, dass wir nicht nur unser eigenes Gemeinwohl in unserer Schenkergruppe oder in unserem Schenkerland messen würden, sondern wir versuchen ja ganzheitlich zu denken. Das heißt, dass wir nicht nur innerhalb unserer Staatsgrenzen dann nach einem Gemeinwohl gehen, sondern weltweit nach einem Gemeinwohl gehen, wozu auch gehören könnte, dann Wechselwunsch.
wenn wir erfahren würden, vielleicht, okay, am anderen Teil der Erde werden da die und die sonst abgestattet, dass wir uns damit auch solidarisieren, auch unser Leben dafür einsetzen würden. Also bei uns wäre das halt sehr ganzheitlich orientiert, mit Option von sich selber opfern für ein höheres Ziel in der Zukunft, so wie Jesus das ja auch vorgelebt hat. Wechsel. Ja, da gleichzeitig ist jetzt dein Konto leer. Öffi hat aber noch munter Konto. Wechsel 2. Also, Sterben und Gemeinwohl, also das beim Schenkern hat das für mich ein Selbstriskieren und Selbstaufopfern. Und das möchte ich einfach nicht. Das ist mir zu riskant, ja. Also das würde ich, dieses Risiko möchte ich für mich nie eingehen. Und mir wäre sozusagen der Schutz meines Lebens bei den Schenkern viel zu gering, das würde ich nicht riskieren können. Ne? Genauso wie auf der anderen Seite auch die Liebeslust und die Lebenslust mir zu klein erscheint. Also auch trotz der Offenheit, die ja vorhanden ist, auch für Gruppenfamilien und so weiter, auch bei den Schenkern. Aber das Ganze wirkt auf mich weder Lust betont genug, noch militärisch schutzorientiert genug und so weiter. Und ich mir wäre das zu gefährlich. Also mal wechsel. Öffi hat ja noch schön Zeit. Ja, also ich würde mich unsicherer fühlen in einer Welt aus irrationalen Militärbündnissen mit Atomwaffen, die gegeneinander stehen, ob jetzt Russland, China und NATO. Und als Lösung sehe ich das, was man als Brücke auch ansprechen kann gegenüber den Mächtigen aller Seiten, nämlich bei Völkerbund, UNO, Menschenrechten oder auch den Ideen von New World Order, World Economic Forum und so weiter, wo der George Bush damals gesagt hat, also wir streben eine schöne Zukunftswelt an, wo das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts ersetzt wird. Also Argumente statt Fäuste. Und da halte ich es für viel aussichtsreicher zu versuchen, da diese Brücken zu nutzen und mit den Staaten der Welt solche Lösungswege zu erforschen. Wechselwunsch. Also eine Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Staatengemeinschaften, wo eben nach Argumenten statt Fäusten gegangen wird. Und wenn die Schenker oder Schenkerland so etwas vertreten würde, hätten sie zumindest sehr starke Argumente, um nicht mit der Kalaschnikow niedergemäht zu werden. Ob es klappt, sei dahingestellt, aber jedenfalls besser, als beim Aufrüsten wettbewerbsfähig sein zu wollen. Wechsel 2. Ja, es klappt ja nicht. Also es klappt ja überhaupt nicht. Also wir sehen doch am Beispiel Ukraine und Irak und all diese Fälle, dass nichts davon funktioniert. Das sind alles nur Träume und Wunschträume, hat aber mit der kapitalistischen, brutalen Realität überhaupt nichts zu tun. Wechsel? Sehe ich anders. Erstens sind wir nicht vergleichbar, habe ich schon gesagt, mit den anderen Staaten, die du nanntest. Sondern wir sind ja eben nicht ein irrationales Herrschaftssystem neben anderen, sondern wir sind so eine Vernunftalternative, Vernunftverantwortungsalternative. Und damit komme ich zurück auch zu dem anderen Punkt. Wie ist es mit dem Vernünftigen, dem genialen Erfinder? Wo kommt er am ehesten an? Also wenn ich auf Menschen treffe, die gar nicht von Vernunft motiviert sind, sondern irgendwelche anderen irrationalen Gier oder sonst was Motive, dann komme ich natürlich schlechter mit den guten Argumenten an, als bei einer Gemeinschaft, wo es nach vernünftigen Argumenten gehen soll. Also auch solche Wunsch. Ja. Wechsel 2. Ja, aus naturwissenschaftlicher Sicht wird die Intelligenz nicht größer durch hin und her argumentieren, sondern wenn dieses ein genialer Unternehmer ist, dann bleibt er mit seiner Idee allein, so viel auch argumentiert wird. Wechsel. Nee, sehe ich nicht so. Also ich sehe, dass auch nach den wissenschaftlichen Ergebnissen die Intelligenz des Menschen sich in einer Verbindung von Genen und Sprachkultur entwickelt hat. Also dass da auch argumentiert wurde. Und dementsprechend, ich bleibe dabei, hat ein vernünftiger Mensch oder genialer Erfinder Gründe dafür, warum es gut ist, seine Erfindung zu verwirklichen, dann wird er bei Menschen, die an Gründen orientiert sind, besser ankommen als bei anderen. Und diese ganzen anderen, auch die Demokratiesysteme, Stimmen zählen, die nicht die Vernunftqualität haben, bringt dann alles nichts. Also in einer Schenkergemeinschaft
würde geguckt, was sind die, ist die Argumentequalität, also Stimmen wägen, statt sie einfach nur zu zählen, auch die irrationalen Stimmen. Also die Argumentequalität wägen. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir eben nicht normal demokratisch sind, also keine Mehrheitsentscheidung, sondern ein Konsenssystem. Das heißt, würde jemand ein Veto einlegen, zum Beispiel der geniale Erfinder sagen, das darf jetzt nicht übergangen werden, würde mehr als anderswo mit ihm überlegt werden, ob es da so nebeneinander Schienen geben kann, wo auch seine Vorstellungen oder Visionen in allseits akzeptabler und zufriedenstellender Weise experimentiert werden können. Ja, Wechsel 2. Ja, das ist aus unserer Sicht natürlich das Problem, dass hier sozusagen einmal haben wir das Grundproblem, Öffin, du kannst ja gleich noch kurz drauf eingehen, dass erstens, wenn so viel debattiert wird, fehlt die Zeit für die Erhaltung der Wettbewerbs- und Verteidigungsfähigkeit. Zweitens, wenn du Konsensprinzip machst, dann bedeutet das, dass die Diskussion immer weitergeht und wieder unheimlich viel Zeit kostet. Bei uns im Gemeinwohlland darf der Unternehmer seine geniale Idee sofort umsetzen, sofern er das kann, und kann dann riesige Belohnungen, staatliche Verdienstzuschüsse einfahren und extrem erfolgreich sein. Und dann setzt sich sozusagen das, was uns gut tut, einfach durch. Wechsel. Mein Konto ist leer. Ja, dann kann ich ja meins noch so verbrauchen. Also ich kann das nicht teilen. Wir haben keine größere Sicherheit, wenn wir aggressive, irrationale Militärbündnisse haben oder da in dieser Liga mitspielen wollen. Und wir haben keine vernünftige Form bessere Argumenteorientierung, wenn gar nicht nach Argumentequalität gegangen wird oder andersartig Stimmen gezählt werden. Und eine Gemeinschaftsstruktur und Entscheidungsstruktur, wo es nach den besten Argumenten gehen soll und wo Konsens eben bedeutet, dass da, wo man sich nicht einigen kann, man konstruktive Experimentalschienen füreinander offen machen will, so gut das geht, also soweit das verantwortet werden kann. Besser kann man es aus meiner Sicht nicht machen, wenn man eine stabile, verantwortliche Entwicklungsschiene anlegen möchte. Piep, 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 Ende, ja. Ja, ich muss die Uhr neu stellen. Ja, probier mal, ob es direkt geht. Ja, das funktioniert sogar direkt. Wechsel 2. Ja, also die ungeheuer geringe wirtschaftliche Effizienz des Schenkerlandes sehe ich halt dahin, und die dann auch völlig fehlende Verteidigungsfähigkeit und all diese Dinge sehe ich eben darin, dass durch dieses Konsens und basisdemokratische einmal schon mal die Leute mehr beschäftigt sind mit dem Argumentieren als mit dem Arbeiten. Und damit sinkt die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit ab. Und der zweite Faktor ist, dass ja ganz viele Leute, die leistungsfähig sind, die aber ja im Schenkerland, ihr würdet ja zulassen, dass die Leute, wenn ich es richtig verstanden habe, durchaus an die Frauen und Kinder schenken dürfen und damit jedenfalls sich sehr beliebt machen können, immerhin im Schenkerland, auch wenn sie nicht so direkt bei den Entscheidungen um Fortpflanzung ja auch wiederum letztendlich keine Bedeutung haben. Wechsel? Ja, ich will mal auf diesen Wechsel 1, ich will mal auf diesen häufig jetzt gefallenen Gedanken eingehen, dass wenn Konsensprinzip gelten würde, man eben so lange diskutieren würde, dass die Arbeitsfähigkeit leidet und ähnliches. Ich behaupte das direkte Gegenteil. Ich behaupte, dass wenn Menschen auch von Kindesbeinen an zu Vernunftfähigkeit und vernünftiger Kommunikation und Argumentekultur erzogen werden, vereinfacht das alles. Ein flotter Spruch dazu: Was wir uns bei dieser Art vernünftiger Kommunikation an Zeit sparen, werden wir spätestens dann verlieren, wenn es darum geht, wo jemand jetzt den Spaten hingestellt hat. Okay. Ja, Janik, du vielleicht? Ich habe gerade keine Idee. Wechsel 0. Das kann ich bestätigen, was dieses Konsensprinzip angeht, dass man vielleicht auf kurze Sicht irgendwie denkt, dass man da irgendwie effizienter gewesen
sei, wenn man das jetzt nicht angewandt hat, weil das ja vielleicht irgendwie viel schneller gehe. Ah ja, einer kann seine Entscheidung da irgendwie schnell durchsetzen und so weiter. Aber nach hinten raus erzeugt das dann wieder so viel Probleme, dass das dann in der Gesamtarbeitsaufwandsberechnung viel mehr Arbeit macht, als wenn man gleich von Anfang an das konsensmäßig getan hätte, so wie das in dem Beispiel, wie Öffi das ja auch gesagt hat, beschrieben wird. Wechsel. Wechsel 2. Du bist sehr leise im Moment, Dylan. Ah, ja, ja. Wechsel 2, habe ich wieder das Mikro vergessen. Wechsel 2. Ja, und genau. Aber warum sollte überhaupt ein leistungsfähiger Unternehmer überhaupt jemals Mitglied im Schenkerland werden, weil er ja dann quasi durch die Demokratie in seinen unternehmerischen Entscheidungen ja überstimmt wird, ja, und dadurch sozusagen seine Erfolge nicht haben kann. Außerdem im Schenkerland würde es ja aus, wenn ich es richtig verstanden habe, kein Geld geben. Das heißt, niemand würde ihm seine Güter abkaufen im Lande. Er könnte also höchstens exportieren. Und ob er überhaupt ein Unternehmen betreiben dürfte, es steht im Schenkerland auch noch in den Sternen. Also aus meiner Sicht sind das alles Merkmale eines scheiternden Landes, eines Verschlimmbesserungskonzeptes für den Kapitalismus, dass alles nach hinten losgehen dürfte. Wechsel. Ja, Wechsel 1. Sein Motiv wäre nicht egoistisch oder gierig, Geld anzuhäufen, sondern um des Sinns und der Verantwortung willen mitzuwirken in einem vernünftig liebevollen Gemeinschaftsleben. Und das in erster Linie durch die Gemeinschaft der Vernunftseelen, aber bis hin zu Liebe unter diesen Menschen, enthält eine millionenfach höhere Lebensqualität, Glücksqualität, als zu gucken, wie kann man Geld machen oder wie kann man Geld beeindrucken oder welche Frauen laufen einem wegen Geld hinterher. Das ist alles die Hölle eigentlich, wenn man das vergleicht mit so einer Gemeinschaft der vernünftigen, liebevollen Menschen, die auch auf solche Dinge achten miteinander. Wechsel 2. Also ich sehe, verglichen mit dem Schenkerland, also höchstens 10% des Glückes, das ich im Schenkerland erwarte. Also im Gemeinwohlland erwarte ich also auch ungefähr mindestens 5-mal mehr Beglückung und Lebensglück als im Schenkerland, weil es mir für meine Verhältnisse und meine Vorstellung eigentlich sehr glücksarm vorkommt. Einen halben Tag debattieren, dann muss ja auch noch einen halben Tag gearbeitet werden und so weiter, keine Arbeitsteilung im Politischen und so weiter. Also insofern aufwendige und zeitraubende und stressmachende Lösungsfindungswege. Wechsel. Wer wollte? Also ich sehe das Wechsel 0. Also ich sehe das eher als Glücksvergrößerung, weil je mehr kapitalistische Prinzipien ich habe und auch in deinem Gemeinwohlland, Dylan, wo du ja auch dann weiterhin kapitalistische Prinzipien aufrechterhalten möchtest mit Aufrüstung und auch Geld und so weiter, da sehe ich doch in dem Schenker Wechselwunsch in dem Schenkerland viel weniger Stress aufgrund eben wirklich im Fehlen von, weil eben wirklich dieses Geld und dieser ganze Stress, dieses ganze kapitalistische Abrechnen eben wegfällt und die Liebe wirklich erblühen kann. Ne? Also das ist doch eigentlich voll die Schiene. Förderung. Ja. Ja, Schiene. Ja. Wechsel. Wechsel 2. Ja, das ist aber nochmal, immer wieder kommt wieder dieser Irrtum, dass Geld automatisch Kapitalismus bedeuten würde. Denn das würde ja bedeuten, dass es im Schenkerland nirgends Tauschhandel geben soll, sondern dass eine andere Gruppe, in der ja man quasi, dass jede Gruppe für sich selbst im Schenkerland, jede Gemeinschaft im Schenkerland einfach Sachen herstellt und die einfach davon jeder sich nehmen kann, wer möchte, und die anderen, ja, und jede Gemeinschaft irgendwas herstellt und zur Verfügung stellt und dann bedienen sich das und da ist keinerlei
Leistungsmotivation, da ist kein Anreiz davon. Das ist nicht das Merkmal eines nicht kapitalistischen Landes, sondern das ist ein Merkmal eines völlig leistungslosen, belohnungslosen Landes, minderer Leistung, ohne jegliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Wechsel? Ja, Wechsel 1. Das stimmt überhaupt gar nicht. Jede funktionierende Familie zeigt, dass auch ohne Geld und Tauschhandel eine vernünftige und ausgewogene Motivation da sein kann, dass Geben und Nehmen funktioniert. Sogar besser als alles andere. Und ich kann dir da sagen, das ist einfach völlig unrealistisch, weil ich nehme halt Biotopia, dieses Projekt, was ich da in Sachsen hatte. Da waren wir mal auch zu 3 oder 4. 2 Pärchen waren das dann. Wir haben also 80% des Tages geistigen Austausch gehabt, auch mit der Umwelt durch Fernkommunikation. Und wir haben dann unsere Kräuter gesammelt und gegessen. Und beim geistigen Austausch oder daneben jede Menge Sex. Und von daher war das ein sehr glückliches, bescheidenes, einfaches Leben. Und mit Menschen, die so drauf sind, kann man es auch machen. Und da ist es auch eigentlich das Einzige, was dann funktionieren kann. Wechsel 2. Ja, das ist eben der Punkt. Einmal sagst du Familie. Und natürlich ist in der Familie eine ähnliche Motivationslage wie in der Gruppenfamilie, nämlich eine schenkende und so weiter Lage. Aber eine Schenkergemeinschaft würde ja aus sehr vielen nicht verwandten Personen bestehen. Und da greifen dann die biologischen Gesetzmäßigkeiten, dass es da nicht so weit her ist mit dem Fleiß und so weiter. Wechsel. Ist doch unrealistisch. Dann sollen die Forscher mal kommen und sich auf Experimente einlassen. Ich beschrieb ein reales Experiment, wo Gesinnungsfamilie so funktioniert hat, dass Menschen da im Sinne des familiären gemeinsamen Plans, Teilens und Schenkens, ja noch mehr, im Sinne dieser globalen Menschheitsfamilie miteinander zusammen sein konnten. 80% geistigen Austausch, Kommunikation, 20% vielleicht eben äußerlich sich seine Kräuter sammeln und irgendwelche handwerklichen oder sonstigen Arbeiten. Das Ganze, also sagen wir von den 80%, schon wenigstens 30% plus Sex und das andere auch mit lauter Kuscheleien und Knutschereien und allem möglichen anderen noch zusätzlich. So, und da hat das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann darf man es den Menschen, die es machen können, nicht madig machen, sondern kann sich damit dran freuen und kann sagen, ja, wenn das unser aller Ziel ist, dann freuen wir uns doch, wenn Menschen dieses Ziel so direkt und umfassend wie möglich umsetzen können. Wechsel 2. Ja, eben wie gesagt, also erstens habe ich ja erlebt in den 3, 4 Jahren, die wir hier debattieren, mit argumentieren, dass es auf beiden Seiten von uns kein Argument jemals geschafft hat, auch nur eine Denkweise zu verändern. Und das sehe ich dann genauso auch in der planwirtschaftlichen Gesprächen und in all den Überlegungen und den ganzen Konsensdiskussionen, dass es eben quälende, wie ich es aus der Studentenzeit kenne, quälende, sinnlose, unendliche Diskussionen gibt, die ich also schon mal als Leiden eher empfinden würde. Ja, aber erstmal Wechsel. Ne? Wechsel 1, Dylan, dem steht entgegen, dass du in den letzten Jahren oft gesagt hast, es gibt gar keine andere freie Argumentekultur als diese Talks beispielsweise. Und egal, wie schwierig und zäh es ist, ist das weltweit geistes- und naturwissenschaftlich die Spitze überhaupt. Wechselwunsch, ja, Wechselwunsch. Und darüber hinaus hatten wir aus meiner Sicht jede Menge fruchtbare Gedanken, auch Details dazu, die Kombinationen von Kommuneentwicklung, also diese Doppelschienigkeit, die wir hatten, direkte Kommuneentwicklung für diejenigen, die es aus Einsicht und Freiwilligkeit gleich voll machen wollen, kombiniert mit Belohnungskonzepten wie Wohlfühlstimme als einer zweiten Schiene innerhalb des jetzigen Systems und so weiter. Da hatten wir Parteienvorschläge, ja, und World Economic Forum und so weiter. Ja. Ja, das ist eben der Punkt, das Wechsel 2, dass ich ja eben sage, ja, mittlerweile ist mir
im Laufe der Jahre natürlich klar geworden, dass freie Argumentekultur ein richtiger Gedanke ist, aber ohne Wirkung wertlos ist. Ja? Und deswegen haben wir ja im Schenkerland die Tatsache, dass der einzelne Unternehmer als genialer Unternehmer niemanden fragen muss, was er tut, sondern eben er wird gnadenlos daran gemessen, ob das, was er tut, dem Wohlfühlen, der Gesundheit, der Langlebigkeit und dem Wohlstand aller seiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner messbar Gutes tut, und wenn nicht, wird er finanziell so abgestraft, dass er pleite geht. Und aber in dem Rahmen darf, hat er völlig freie Entscheidungsfreiheit, weil eben der Debatteurclub der freien Argumentekultur und der planwirtschaftlichen Kommission nicht intelligent genug eventuell ist, um zu weiteren Lösungen zu kommen. Wechsel? Ja, ich kann Wechsel 1 mal so sagen. Spätestens, wenn es darum geht, und da haben wir schon drüber geredet, auch an anderer Stelle, dieses, jeder kann erstmal einfach alles machen, also freie Initiative sind wir auch sehr für, aber es gibt gerade heute mit der heutigen Technik und den Möglichkeiten, Atomwaffen oder die heutigen KI-Möglichkeiten, da sind wir an der Grenze jetzt, wo man sagen kann, es kann nicht einfach irgendwie völlig irrational und wie auch immer einfach jetzt drauf losmachen und dann gucken wir, was draus wird, sondern wir müssen allmählich umschalten aufs Vorsorgeprinzip. Das heißt, es muss nicht bewiesen werden, dass etwas, wer weiß, was für Schaden anrichtet, sondern wir müssen dahin kommen, dass bewiesen wird, dass es diesen Schaden nicht anrichtet. Also uns allen hier vielleicht... Deine Zeit ist auch um. Ja, also ich habe ja den Gedanken verstanden, Wechsel 2, ich habe ja den Gedanken verstanden, aber du hast eben, das ist das Problem, in den 4 Jahren immer noch nicht den Gemeinwohllandgedanken wirklich verstanden, denn das ist Vorsorge 1000%. Bei allem geht es darum, dafür zu sorgen, dass es überhaupt erst zu keiner Gefährdung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jemals kommen kann, weil wir dann sofort finanziell schwer strafend auf den Unternehmer einwirken, sodass der nur eine Möglichkeit hat. Entweder er geht vorsorgend, präventiv, glücksfördernd und gesundheitserhaltend vor in allem, was er tut. Und das ist ja eben gerade der Unterschied zwischen Gemeinwohl und Kapitalismus, der einzige echte Unterschied, dass im Kapitalismus die Vorsorge und die Krankheitsverhinderung keine Rolle spielt, sondern das Krankmachen die größten Gewinne bringt und nicht das Verhindern von Krankheiten. Und das ist der eigentliche Unterschied zwischen Kapitalismus und Gemeinwohlland sozusagen, dass eben bei uns jede, auch noch so winzige Schädigung anderer Menschen finanziell brutalst abgestraft wird. Wechsel? Jannik, du hast noch ein bisschen Zeit hier. Ja, ich würde, wenn das okay ist, in die nächste Runde weitergeben. Ja. So, dann stelle ich mal die Uhren hier. So, dann nochmal drücken hier. So, dann muss ich das... Was ist hier? So, Wechsel 2. Ja, also das eben ist für mich der Punkt, ja, dass Kapitalismus ist gerade, ich kann Zentralirrtümer ausstreuen, die die Menschen aufhetzen zu Gewalttaten gegen ein anderes Land und kann dann Milliarden verdienen als Waffenhändler. Und genau das ist unmöglich im Schenkerland. Der frühere Waffenhändler heißt im Schenkerland Friedenserhaltungsfirma. Und nur wenn die Zahl der getöteten Menschen weltweit im nächsten Jahr um mindestens 5% zurückgibt, gibt es das gleiche Geld an diese Aktionäre und Unternehmer. Und sonst gibt es weniger und sie werden finanziell abgestraft. Quasi letztendlich für jeden Toten auf der Welt durch Gewalt werden die finanziell abgestraft. Dadurch entsenden sie Friedensarbeiter und es kommt überall zu Schlichtungs- und sonstigen Tendenzen. Ja, was sagt ihr dazu? Wechsel. Also Wechsel 1,
Wenn du das Band nochmal anschaust von der heutigen Sendung, Dylan, wirst du feststellen, dass manchmal die Begriffe Schenkerland und Gemeinwohlstaat durcheinander gehen. Ja, also ja, das kann mir passieren, aber genau. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Genau, das zum einen. Wollte ich für die Zuschauer auch nochmal so anmerken, ne? Achtet darauf. Was das andere angeht, ich bringe es mal wieder drastisch auf den Punkt, auch um Zeit zu sparen. Ich glaube, man fährt erheblich sicherer, wenn man in einer Gesellschaft ist, wo gemeinsam vernünftige Verantwortlichkeit das Grundprinzip ist und wo auf dieser Basis dann sehr viel Spielraum gegeben wird, auch für individuelle Freiheiten und Initiativen und unternehmerische Ideen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, am Anfang ist nicht solche vernünftige Verantwortlichkeit, dann leben wir in einer Welt, wenn einer sagen würde, ja, gebt mir eine Chance. Ich brauche 100 Atombomben und damit kann ich die Beglückung der Menschheit mit einem Schlag herbeiführen. Oder jemand kommt und sagt, im Moment sagen ja viele Wissenschaftler, wir müssen die künstliche Intelligenzentwicklung verlangsamen oder stoppen, weil sonst überschwemmt es uns. Wenn einer kommen würde und würde sagen, gebt mir jetzt nochmal 2-3 Jahre volle freie Zeit, um die künstliche Intelligenz hochzufahren bis zum Gehtnichtmehr. Dann machen wir ein Experiment und ihr könnt ja sehen, ne, ob das dann schlecht ausgeht oder nicht. Dann kann das schon zu viel sein. Das heißt also, Freiheit auf der Basis von gemeinsamer, vernünftiger Verantwortlichkeit ist das Erfolgskonzept für die Zukunft in meinen Augen. Wechsel 2. Ja, ich meine, die Fernsehzuschauer können sich ja dann aussuchen, für was sie sich interessieren. Es ist eben für mich so, dass die Vernunft überhaupt nichts an die 200 kapitalistischen kriegslüsternen kapitalistischen Konzernen, Waffenkonzernen und so weiter, die alle Zentralirrtümer ausstreuen, die Menschen, für mich sind Menschen ganz primitive Marionetten dessen, was an Zentralirrtümern von den kapitalistischen Konzernen ausgestreut wird. Das haben wir ja bei Corona gesehen, wie die Menschen wirklich alles glauben, was von oben kommt und richtig so schön am Nasenring in der Nase eine von Zentralirrtümern, die ich die Manege gezogen werden können und nichts davon hinterfragen können. Ja, und genauso jetzt bei der Ukraine, ja, die russischen Bürger sind so gehirngewaschen, dass sie einfach sagen, ja, diese Untermenschenschweine der Ukraine, die müssen wir abschlachten, fertig aus. Und wie gesagt, mit euch würde noch nicht mal, wir haben letztens über Aliens gesprochen, mit euch würde weder ein Alien würde sich die Mühe machen, eure Sprache zu lernen oder mit dem Sprachcomputer ranzugehen, noch ein kapitalistischer Staat, da gibt es nur ein Motto, nicht palavern mit den Indianern, sondern abschlachten. Nur ein guter, toter Indianer ist ein guter Indianer. Wechsel? Ja, Wechsel 1, ich glaube, da brauchen wir mehr Hoffnung in eine Möglichkeit vernünftiger Verantwortlichkeit unter den Menschen und sollten jeder Einzelne vorangehen, damit zu zeigen, was Menschen dabei möglich sein kann. Wechselwunsch. Weil ansonsten werden wir die schlimmste Art sein, die dieser Planet hervorgebracht hat. Also die Gefahr ist groß und werden sogar vielleicht noch die künstliche Intelligenz, wer weiß wie zerstörerisch, programmieren oder sie schafft es, uns in verantwortlicherer Weise das Steuerruder abzunehmen. Ja. Wechsel 2. Ja, das ist ja das, was... Da hat noch jemand sein Mikro an. Das ist ja das, was ich bei den Geschenkern eben bemängele, dass sie selbst sogar bereit sind und ständig davon sprechen, dass sie im Zweifelsfalle auch pazifistisch sozusagen ihr Leben bereit sind zu opfern und so weiter. Und weil sie eben dann pazifistisch und ohne Waffen quasi dem Feind vielleicht sogar entgegentreten würden. Aus meiner Sicht werden die einfach nur niedergemäht, ohne dass jemand ein Wort mit ihnen wechselt, weil das dann vielleicht von der Propaganda sowieso als dann mit diesen Untermenschen oder bösartigen Teufeln dürft ihr nicht reden, sondern die versuchen euch eine Gehirnwäsche zu unterziehen, also gleich schießen, nicht reden. Ne? Und diese Dinge, dass ein Gemeinwohlland hat zwei riesige Chancen im Gegensatz zum Schenkerland, nämlich dass es erstens
militärisch geschützt bleibt, weil es reich genug und wirtschaftlich erfolgreich genug ist, um zum Beispiel in der NATO und so weiter überall im Schutzkontext zu bleiben. Und das Zweite ist, dass dadurch, dass bei uns so viel Lebensqualität ist und so viel Lebenslust und Lebensfreude, dass besuchende Journalisten wirklich nur genießen, also Menschen sagen, es ginge ihnen 10-mal, 100-mal besser als im Kapitalismus früher. Das könnte ja dazu führen, dass die anderen 200 kapitalistischen Staaten sagen, nee, wir gehen auch den Weg des Gemeinwohllandes und so weiter. Ja, ganz abgesehen davon, dass wir ja die Einzigen sind, die auch das Klimaproblem lösen könnten mit den Wirtschaftswundern der Gemeinwohlländer, aus denen heraus dann ein Vertrag entstehen kann. Jeder, der das Wirtschaftswunder bekommt, die Gemeinwohlwirtschaft beigebracht bekommt, der muss sich verpflichten, auch, dass alle parallel aus CO2 aussteigen. Wechsel. Hallo? Ich höre nichts. Janik? Nee, Mikro war aus. Mikro war aus. Ah, jetzt musst du nochmal neu ansetzen. Ja, kein Problem. Also ich glaube, dass die Zuschauer sich ja auch überlegen können, was ist wie realistisch, um eben ein Zukunftsmodell zu bilden. Also ich konkret werde nicht mehr, noch nicht, kann ja morgen passieren, ne? Aber noch bin ich nicht mit der Kalaschnikow weggemäht worden. Zwar gibt es auch keine wirklich offene Gesprächsebene, wo die Argumente von uns Schenkern Wechselwunsch wirklich jetzt mit den höchsten Politikern oder überhaupt mit einer ernstnehmbaren demokratisch argumentativen Instanz oder Ansprechstelle verhandelt werden könnten. Aber immerhin hat es gereicht durch die gewaltfreien Aktionen bis hin dazu, dass ich jetzt eine Anzeige laufen habe wegen Ankündigung oder Durchführung von Kanzleramtssturm, einem pazifistischen Kanzleramtssturm, um ein erstes korruptionsbefreites Büro in die Steuerungszentrale zu bringen. Das ist ein Ansatz, da kann man argumentativ auf was hoffen. Ne? Und sollte ich niedergemäht werden, ist dann mindestens der Janik und noch ein paar andere da, um diese Schiene Ende. Da Vernunft und Argumente auf die Bühne zu bringen, weiterzuführen. Wechsel 2. Ja, das ist eben genau der Punkt. Du wirst nicht niedergemäht werden, weil du von all den hart arbeitenden Steuerzahlern, die natürlich im Kapitalismus zwar alle was Schädliches machen und was Falsches machen, aber letztendlich zahlen die Steuern und aus den Steuergeldern werden Abwehrraketen, die Patriot-Raketensysteme wurden gekauft und werden ständig erneuert und so weiter. Das heißt, du stehst unter dem Schutzschirm der NATO, ohne selbst was dazu beizutragen. Das heißt, das ist doch klar, dass du keine Angst um dein Leben hast. Haben musst, weil die anderen für dich das erarbeiten und für euch beide quasi den Schutz liefern, während ihr euch darum keine Gedanken machen musst. Aber wie soll ein Geschenkerland, das zum Beispiel dann selbstständig wäre, das müsste sich ja zum ersten Mal mit der eigenen Händearbeit selber schützen. Es müsste ja die Gelder erwirtschaften, mit denen es die Patriot-Raketen kaufen könnte und dann sich verteidigen wollte. Hat jemand Wechselwunsch gesagt? Also Wechsel auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich sehe, also man könnte das auch anders betrachten, dass eigentlich eher die ganzen Leute, die sozusagen das Geld da im Kapitalismus verwenden und dann da diese NATO hochrüsten, was dann ja wieder auch zu dieser Gegenreaktion eventuell von anderen Staaten führt, dass die wieder hochrüsten, dass die uns eigentlich eher schaden mit ihrer Arbeit. Also dass wir versuchen ja irgendwie was Sinnvolles, wirklich Sinnvolles zu tun, eben die Argumente, Kraft und Wichtigkeit vorzuleben. Wechselwunsch. Wir da ja von den Leuten, die vielleicht glauben, sie würden irgendwie arbeiten, aber vielleicht sogar behindert werden durch diese Arbeit. Also dass es uns gar nicht groß nützt, sondern eigentlich eher ja dieses Aufrüsten und Kriegerische fördert. Wechsel 2. Ja, das ist halt für mich, das, liebe Fernsehzuschauer, das völlig Unrealistische, dass nämlich die Schenker wirklich glauben,
Was natürlich, wo wir uns alle einig sind, dass alles im Kapitalismus verrückt ist. Das sind wir uns ja einig. Das besteht ja ausschließlich aus Zentralirrtümern der Menschheit. Und das ist alles ein Stück Wahnsinn. Aber gerade weil diese anderen Staaten so wahnsinnig sind und so angriffslustig und so weiter, wegen den Waffenkonzernen und so weiter, gerade deswegen resultiert ja der Zwang, der leider, der traurige Zwang zum lange Arbeiten und Arbeiten an Waffentechnik und so weiter. Und die Schenker lassen sich da einfach durchschützen, sie lassen sich durchfüttern oder durchschützen von anderen, die daran hart arbeiten an Abwehrtechniken. Wechsel? Ja, also abgesehen jetzt davon, dass wir die Frage schon hatten, wie ist das Verhältnis von Geben und Nehmen, also in so einer Gemeinschaft, abgesehen davon sagen wir nicht, alles ist Wahnsinn und da sind nur Zentralirrtümer und Ähnliches. Beispielsweise Satz 1 der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Und Konzepte wie das grundlegende Rechtsstaatsprinzip, das Recht des Stärkeren soll durch das Recht durch die Stärke des Rechtes ersetzt werden. Da sind brückenfähige Vernunfteinsichten, Vernunft- und Verantwortungseinsichten, die greifen wir auf, leben wir vor. Du hast vorher in deinen Äußerungen gesagt, die Schenker, wenn die da so hingehen mit ihrem Schenkerland und mit ihrer Gewaltfreiheit, ihrem Pazifismus, dann werden sie einfach nur niedergemäht werden. Also die Leute sagen dann nicht nach deiner eigenen Theorie und Aussagen, och, die brauchen wir nicht niedermähen, die bringen wir mit durch unseren Sicherheitsaufwand und so, sondern sie würden uns als Feinde oder als nicht lebensfähig erachten und auserlegen. Ja. Wechsel 2. Ja, das ist ja für uns das Problem, dass wir eben sagen, die Menschenrechte sind Zentralirrtümer aus denjenigen Sparten, die besonders stark vom Niedergang eines Landes profitieren können und sind eben für uns eben auch Zentralirrtümer. Wechsel? Ja, das ist für mich auch irgendwie nicht wirklich schlüssig, wenn man jetzt sagt, dass die Menschenrechte, oder ich sag's mal anders, also das jetzt sozusagen, das war ja auch von dir ein Argument, dass du meintest, dass jetzt unser Wirken auch die Sparten, Sozialsparten unterstützen würde oder die dann vom Niedergang eines Landes profitieren. Und das ist für mich, also wenn man es zu Ende Wechselwunsch, denkt, Wechselwunsch. Nach unserer Logik, dann ist es so, dass die Sozialsparten profitieren gar nicht mehr, wenn das Land kaputt, da kann gar keine Sozialsparte mehr profitieren, wenn dieses Land hier kaputt geht und die anderen Länder dann auch kaputt gehen, wenn da die ähnlichen Ideen kommen. Wenn da kein Geld mehr da ist, dann kann kein Sozialarbeiter mehr daran verdienen. Das heißt, die Sparten gehen kaputt. Die Sparten gehen kaputt mit dieser Schenker-Logik. Die gehen alle kaputt. Da verdient keine Sparte mehr. Die gehen kaputt. Also das ist Ende. Man einfach, ja. Okay, Wechsel. Hatte ich übrigens auch bei mir aufgeschrieben als großes Thema, dass natürlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, ob ein paar Alternativler nun den Sparten dienen oder nicht, sondern in der nächsten, in der letzten Runde muss ich dann mal noch mal auf den Mindestlohn rumreiten, der ein Beispiel dafür ist, dass es völlig irrelevant ist, was Alternativler machen, also auch die Schenker machen, sondern dass es ausschließlich darum geht, welche Wirkung die Ideen von Öffis Buch auf mögliche Politiker haben, wenn das jetzt tausende Politiker lesen würden, zu welchen politischen Fehlentscheidungen das führen würde und welche Massen an neuen Sozialfällen zum Beispiel dadurch entstehen würden. Und dabei spielt überhaupt keine Rolle, was die Schenker machen oder nicht machen. Wechsel? Ja, ihr beide habt noch ein bisschen, Öffi hat noch ein bisschen Zeit, Janik hat Zeit. Wechsel 0. Ja. Mag ja sein, dass Leute das auch falsch verstehen können, das, was wir meinen, aber wir arbeiten dafür, dass die Leute das richtig verstehen. Und wenn die Leute das richtig verstehen, dann kann auf Dauer damit keine einzige Sparte mehr irgendwann Geld machen. Also wenn sozusagen diese Logik sich wirklich durchsetzt,
dann wird kein Sozialarbeiter der Welt irgendwie noch Geld machen können. Ja? Also natürlich können Leute das falsch verstehen, diese Logik, aber wenn die Leute das richtig verstehen, was ja auch unsere Arbeit darauf hinzielen soll, dann ist da nichts mehr mit Spartenprofit aus irgendeiner Sparte. Ja, und insofern halte ich das dann auch für eine sehr gute Orientierung, die wir da haben. Und ja, genau, Wechsel. Ja, Wechsel 1. Ich kann das ein Stück weit aufgreifen. Also in der nächsten Runde willst du ja, glaube ich, sagen, Dylan, warum, egal was die Alternativen auch machen, es da schlecht wirkt oder jedenfalls nichts Gutes bewirkt. Dass es einfach irrelevant ist für die großen Zahlen. Genau. Ich sage einfach mal so den Kern. Die Rita Süssmuth, Ex-Bundestagspräsidentin, kam ja in unser Friedenscamp, hat gesagt, es ist ein Schlüsselproblem. Man dürfte eigentlich kaum noch ruhig schlafen können, weil alle bisherigen Politikergenerationen es nicht geschafft haben, anstelle der Durchsetzung mit Gewalt, Militär, Korruption eine problemlösende Form des Miteinander zu sprechen zu stellen, also freie Argumentekultur. Wir stellen die Forderung, dass man darüber einen Gesprächsfaden, einen demokratisch-argumentativen Gesprächsfaden aufmachen müsste, dass Wissenschaftler geschickt werden, um zu prüfen, ob an dieser Kritik was dran ist und wie man sie beheben kann. Und dass man Versuche von Menschen, die da Experimentalgemeinschaften als Ende, ich habe die Uhr übersehen. Ne? Ja, dass man diese Lösungsmodelle nicht abwürgt. So, und wie das irgendjemandem schaden könnte, erschließt sich mir nicht. Janik hat noch ein bisschen Zeit. Oder gibt er weiter in die nächste Runde? Ja, ich stimme dazu, was Öffi gesagt hat, und gebe weiter in die nächste Runde. So, dann machen wir eine letzte Runde. Dann denkt auch dran, dass jeder auch dann gegen Ende sein Schlusswort oder auch jedenfalls sein Schlusswort damit einbaut in die letzte Runde. So, dann ich muss noch einen Knopf drücken. Ja, jetzt stimmt es. Ja, also, wo bin ich denn jetzt hier? So, Wechsel 2. Ja, also einmal, was die Frau Süssmuth bezogen hat, hat sich ja quasi nur auf die militärischen Auseinandersetzungen bezogen. Einmal, auf der anderen, also insofern, und für mich ist das relativ bedeutungslos, was sie da gesagt hat. Aber gut, das ist meine Sichtweise. Und dann auch nochmal, jeder, der gute Löhne bekommt normalerweise, zum Beispiel Sozialarbeiter, die gewohnt sind, gut zu verdienen, die Frage ist, was wollen die dann auch in einem Schenkerland? Wie soll da eine so tolle, attraktive Lebensqualität zusammenkommen, die ich halt selbst noch nicht sehe? Ja, lange basisdemokratische, freie Argumente, Kultursitzungen und so weiter, mangelnde militärische Schutzgeschichte und so weiter. Und das wäre mir alles zu gefährlich, auch für mögliche Kinder und so weiter. Aber jetzt komme ich noch mal kurz auf den Mindestlohn, um das noch mal deutlich zu machen. Der Mindestlohn, wahrscheinlich war das eine Idee von Arbeitsamtmitarbeitern, dass es doch ganz toll ist, wir zwingen die Unternehmer dazu, 12 Euro die Stunde Mindestlohn zu zahlen. Dann fallen ganz viele Leute aus dem Hartz-IV-Bezug raus und wir haben dann weniger Arbeitslose und haben damit einen volkswirtschaftlichen Erfolg erzielt, weil ja die Unternehmer einfach gezwungen werden, mehr zu zahlen. Es geht davon aus, dass Unternehmer unendlich viel Geld zur Verfügung hätten. Und dieser Zentralirrtum, der wurde überall multipliziert von allen alternativen Gruppierungen und wurde so lange multipliziert, bis er auch in allen Politikerköpfen ankam. Und jetzt spielt es überhaupt keine Rolle, was die paar Alternativler machen, die als Multiplikatoren oder Lobbyisten wider Willen für diesen Gedanken gewirkt haben, sondern es kommt ausschließlich darauf an, dass jetzt die Politik, jetzt ich übertrage quasi Öffis Buchideen und deren Irrtümer übernommen hat quasi und umgesetzt hat und es dann in der Folge jetzt zu zigtausenden von mehr Arbeitslosen kommt, als wenn der Mindestlohn nicht eingeführt würde. Denn die Unternehmer,
die jetzt brav 12 Euro die Stunde zahlen, aber deren Mitarbeiter nur eine Produktivität von 8 Euro die Stunde haben und deren Gewerbe einfach nichts abwirft, weil es sich um Niedrigpreisgewerbe handelt, sozusagen, die gehen alle nach ein paar Jahren pleite. Ja? Und die setzen dann alle Arbeitnehmer, die vorher 6 Euro die Stunde gekriegt haben oder 8 Euro die Stunde, die werden alle freigesetzt, weil die können und die kann auch nie wieder jemand beschäftigen, weil es diese Geschäftsmodelle gar nicht gibt. Und das bedeutet also, dass egal, ob die Schenker und die Alternativler, alle anderen auch, jemals Mitglied, also Kundschaft für Sozialspartler, für Waffenspartler, für Spartler, innere Sicherheit und so weiter werden. Das spielt überhaupt für Psychiatrie-Spartler und so weiter, spielt alles gar keine Rolle. Es kommt auf diese zigtausenden Leute an, die sich durch die Wirkung von Zentralirrtümern ergeben und die dann für die Sparten einen Riesengewinn darstellen. Dabei kann man gerne auf alle Alternativler verzichten, deswegen wäre mein Vorschlag, über das, was bei den Alternativlern ist, Janik, brauchen wir, da hast du schon öfter angesprochen, brauchen wir gar nicht zu reden. Das war auch mein Fehler, weil es ja eigentlich irrelevant ist. Es geht um diese zigtausenden Leute, die neu arbeitslos werden. Ne? Wechsel? Wechsel 0. Naja, also ich denke, es geht darum, die wirklich sinnvollste Lösung vorzuleben, auch wenn man jetzt noch 99% von verwirrten Menschen hat, sollte man sich natürlich fragen, wie kann man da die Lösung möglichst fruchtbar auch in deren Köpfe reinbekommen. Und naja, und die Lösung ist dann natürlich auch dementsprechend nicht so, dass sie jetzt Wechselwunsch den kapitalistischen Spartenrichtung förderlich ist. Wechsel 2. Also sinnvollste Lösung, das klingt für mich danach, dass die Schenker einfach keinerlei Beitrag zur Landesverteidigung leisten und dann quasi das Land dadurch militärisch geschwächt wird und eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass dann so ein Land dann auch wirklich Opfer werden kann und dann die Menschen dort sterben. Ja, Wechsel? Würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so... Weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, dass die Schenker-Logik möglichst ganzheitlich verantwortlich sich orientiert und Wechselwunsch. Dass das damit die effektivste Fortschrittsmöglichkeit versucht wird anzustreben, also was jetzt eben diese Gesamtverantwortung angeht. Und da sehe ich eben nicht, dass das jetzt zwangsläufig sofort weggebombt werden muss. Wechsel 2. Ja, wie gesagt, liebe Ukrainer, schaut, soweit ihr Deutsch könnt, schaut euch diese Sendung an und macht euch klar, ihr hunderttausende Verwandte, abgeschlachtete Verwandte beklagt und so weiter, Tote und Abgeschlachtete. Ja, hört euch das an, dass die Schenkerbewegung sagt, nee, das wäre alles nicht nötig gewesen. Ihr hättet euer Abgeschlachtetwerden verhindern können, indem ihr sozusagen mit gewaltfreiem Widerstand oder freundlich den russischen Maschinengewehren entgegengetreten werden und die hätten nicht geschossen, die wollen nur spielen, also die hätten eure Sanftheit so toll gefunden, dass dann plötzlich ihr nicht mehr als Untermenschen geltet, sondern als sanfte, friedliche, liebevolle Wesen und dann hätten die euch in Ruhe gelassen. Wechsel. Und das halte ich für so weltfremd und so jenseits jeglicher Realität, ja, dass ich eben sage, das ist ein Niedergangskonzept, das Schenkerland, die Schenkerland-Idee. Wechsel 0.
das würde ich jetzt gar nicht so extrem sehen. Wie soll ich sagen? Sprich doch mal zum Ukrainer. Also erstmal habe ich da, weiß ich gar nicht, ob ich da die jetzt die Situation dort realistisch genug einschätzen kann. Also dieses Wirkprinzip des wirklichen gewaltfreien Widerstandes halte ich für die effektivste Lösung. Wechselwunsch? Ich weiß nicht, ob die Ukraine alle gewaltfreien Widerstand machen, ob die alle wie Gandhi und wie Jesus so erleuchtet sind, dass sie da gewaltfreien Widerstand machen. Aber ich will mich da jetzt auch gar nicht zu sehr drauf einlassen, da jetzt drüber zu sprechen, weil ich da gar nicht so drin stecke. Ich kann das gar nicht einschätzen, was jetzt für Wirkkräfte da in Ende alles wirken. Wechsel. Ja, Wechselwunsch, Wechsel 2, ganz kurz. Ja, wie gesagt, ihr empfehlt etwas, den gewaltfreien Widerstand, der nirgends auf der Erde jemals in einer Situation irgendwo bewiesen hat, dass er erfolgreich praktiziert wurde. Und damit sagt ihr, ja Leute, lasst euch doch auf dieses Abenteuer rein. Wenn es schief geht, seid ihr halt tot. Ne? Das ist wie die Ukrainer. Wechsel. Naja, wenn man Gandhi betrachtet und was in Indien passiert ist an gewaltfreien Aktionen und was das alles bewegt hat, dann kann man nicht sagen, dass das nie irgendwas bewegt hätte, diese Art. Also ich halte das sogar für die effektivste von allen Methoden, also den gewaltfreien Widerstand. Das ist, denke ich mal, ja doch die effektivste, das effektivste, was man überhaupt machen kann. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Ja, alles, was ich von Gandhi kenne, habe ich so interpretiert, die Engländer hatten da gar keine Lust mehr auf Indien und sozusagen, wenn sie da noch an dem Land richtig Interesse hätten, hätten sie Gandhi einfach zusammengeschossen, aber so war das so, ihr Weg, sich da auch rauszuziehen aus Indien und so weiter. Also aus meiner Sicht hat er gar nichts bewirkt jemals, aber das Wechsel... Ja, kann ja, ich. Willst du, Janik, ja? Mach du mal gerne, Öffi. Okay. Ja, wir sind ja gleich in der Schlussrunde auch. Das ist schon die Schlussrunde. Ja, eben, sag ich ja. Wir sind in der Schlussrunde auch. Insofern ist das jetzt mein Schlusswort. Also für die Zuschauer auch so als wichtiger Impuls am Ende sozusagen. Zum einen, ja, man kann den Leuten auch in der Ukraine sagen, dass immer mehr Waffen und immer mehr forcierter Krieg oder die Einstellung, es möge auf dem Schlachtfeld jemand gewinnen und das ist die Lösung. Nein, das ist eine schlechte Einstellung und auch überhaupt nicht wirklich gut effektiv. Bringt die Menschheit auch nicht vorwärts, kann man ihnen direkt auch sagen, auch den Ukrainern. Und man kann ihnen sagen, politische Verhältnisse wie vorher, wo Randgebiete da an den Grenzen zur Sowjetunion auch zum Teil militärisch offensichtlich drangsaliert wurden und ähnliches, ist nicht der bestmögliche Weg, um Friedensschritte oder Friedensentwicklung zu ermöglichen. Und überlegt mal, liebe Ukrainer, gibt es nicht auch zumindest einen Forschungsbedarf, statt immer neue Waffensysteme, neue Formen konfliktlösender Kommunikation, Verhandlungen und soziale Ausgleichsprozesse anzustreben? Wechselwunsch. Und als Entscheidendes wiederhole ich nochmal, die Rita Süssmuth hat es nicht nur auf die militärische Schiene bezogen, als sie sagte, es dürfte uns den Schlaf rauben, dass die bisherigen Politiker kein Ersatz für die Durchsetzung mit Gewalt, Korruption, Militär geschaffen haben, durch problemlöses Miteinander sprechen. Das wollen wir Schenker auf die Bühne bringen. Und ja, da möchte ich wissen, wie das als schädlich bezeichnet werden könnte. Ja, also Wechsel 2. Ja, aus meiner Sicht sagt ihr den Ukrainern so, ja,
Da gibt es so einen Wunschtraum, dass kapitalistische Staaten irgendwie trotzdem nur durch die richtigen Argumente und das richtige Reden von ihrem kapitalistischen Profit wegen Krieg und Ähnliches und Gewalt abgebracht werden könnten. Aber für diesen Wunschtraum gibt es überhaupt keinen Beweis und Letzter Beleg. Und Wunsch. das ist für mich ist ein Schenkerland insgesamt wirtschaftlich, aber auch in allem ein Selbstmordprogrammwechsel. Ja, dann schauen wir in die Wissenschaft, also in meinem Buch. Also, ihr habt ja jetzt gehört, der Dylan hat da auch ein Buch geschrieben. Er hat auch meins schon hingewiesen, ob das das Wichtigste der Weltgeschichte ist, lasse ich mal offen. Aber jedenfalls wird darin zum Beispiel auch die Wirkung der Gewaltfreiheit mit wissenschaftlichen Studien behandelt. Und da gibt es die Studie von Chenoweth Stefan, die zum Ergebnis kommt, dass die gewaltfreien Strategien die effektivsten Gesellschaftsveränderungsstrategien wären, die uns überhaupt zur Verfügung stehen. Trotzdem sagen wir Schenker nicht den Leuten zum Beispiel in der Ukraine, macht nur das eine oder andere. Wir empfehlen das, was wir selbst auch vorleben, so viel Gewaltfreiheit wie möglich, um diesen Impuls so stark wie möglich werden zu lassen. Aber auch wenn sie nicht mal nur zwischen totaler Gewalt und totaler Gewaltfreiheit sich entscheiden wollten, dass in der jetzigen Weltsituation und auch bezogen auf den Krieg in der Ukraine es dringend erforderlich ist, kreative Lösungsmodelle weiterzuentwickeln, die auf Argumente statt Fäuste bauen. Das Wechselwunsch. müsste für jeden nachvollziehbar erkennbar sein. Ja, und liebe Fernsehzuschauer, was die Schenker-Landleute überhaupt nicht verstehen, ist nämlich den Gemeinwohlgedanken, dass nämlich, wenn die Waffenhändler endlich finanziell abgestraft werden durch für jeden Toten in der Welt und gutes Geld verdienen, wenn sie die Zahl der getöteten Menschen durch Gewalt weltweit und in bestimmten Gebieten und so weiter drastisch reduzieren helfen und dass da so ihre Friedenserhaltungsleistung gemessen wird, dass das der einzige Weg ist, aus dem Krieg auszusteigen. Alles andere sind für uns Naturwissenschaftler da völlig leere Worte, weil die können nicht aussteigen. Das ist eine Maschinerie, Geld im Kapitalismus durch Tote zu machen. Und solange das möglich ist, wird es auch Tote geben. Wechsel. Ja, ich kann Wechsel 1 nur nochmal sagen. Also nachdem die Rita Süssmuth bei uns war und gesagt hat, man kann eigentlich kaum noch schlafen, weil die Schiene äußerer Durchsetzung mit Gewalt, Militär, Korruption nicht durch problemlösendes Miteinander sprechen ersetzt werden konnte, da haben wir eine Minimalerwartung oder Forderung Wechselwunsch. gestellt an die Gesellschaft. Und das halte ich für etwas, da dürfte eigentlich keiner vernünftig widersprechen können. Erstens, liebe Frau Süssmuth und andere Politiker, kommen Sie nicht nur einmal vorbei und sagen, das ist gut, haltet durch, macht weiter, sondern lassen Sie uns daraus einen Gesprächsfaden machen. Zweitens, schicken Sie geeignete Wissenschaftler, womit geprüft werden kann, ob das Problem, was wir ansprechen, besteht und wie es gelöst werden kann. Und drittens, wenn da Leute aus Eigeninitiative Lösungsmodelle vorleben wollen, wie unsere Schenker-Kommunen oder Freiheitsreservate oder Friedenscamps, wenn er die nicht fördert, zumindest nicht abwürgen. Zumindest als Experimente muss man so etwas geschehen und erforschbar werden lassen. Wechsel 2. Ja, das ist für mich halt ganz einfach. Am Ende läuft das Schenker-Konzept darauf hinaus, den Kapitalismus einfach laufen zu lassen. Denn sozusagen, man richtet alle möglichen Appelle und verbalen Dinge, aber an der kapitalistischen Struktur ändert sich gar nichts, weil die anderen einfach nicht auf euch hören. Fertig, aus, Ende. Wechsel, meine ich. Da muss man mehr, Wechsel 1, da muss man mehr Hoffnung aufbringen in sich und in die Menschheit. Ja, Wechsel 2. Aber durch was soll die gerechtfertigt sein? Wechsel. Die Wechsel 1, Hoffnung. dadurch, dass man selbst anfängt und zeigt, es geht was. Und wir müssen doch immerhin feststellen, Dylan, also jetzt mal liebevoll ironisch gesagt, das erste Gemeinwohlland hat meines Wissens noch weniger Mitglieder als die bisherigen Gemeinschaftsversuche der Schenker. Auch von Gandhi mal ganz abgesehen und den Ashrams, die er auf die Beine gestellt hat. Da Wechsel steht viel in 2. meinem Buch, was es da an alternativen Gemeinschaftsbewegungen gibt. Ne? Wechsel Also, 2. Wechselwunsch. aus dem, was machbar ist, muss man die beste Hoffnung beziehen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass alle Alternativbewegungen viel mehr Mitglieder haben als die Gemeinwohlland-Idee. Das ist so, aber das ist kein Qualitätszeichen, sondern eher ein Makelwechsel. Janik sagt nichts. Wechsel 1 dann. Also wenn man sagt, man möchte eine vernünftige, verantwortliche Entwicklung in der Welt, dann ist es auch in meinen Augen ein eindeutiges Qualitätszeichen, wenn Menschen hingehen und sagen, wir leben vernünftige, verantwortliche Entwicklung so gut wir können. Ja, du hast nachher noch 30 Sekunden für deinen Schlusssatz. Und Janik, du hast noch ein bisschen mehr, aber sag doch vielleicht du noch was. Ja, ich stimme Öffi dazu, dass ich das, sage ich mal, auch so für den effektivsten Weg halte und auch ja, direkt vorlebbar, direkt umsetzbar, kommt in unsere Gemeinschaften, kommt in unsere Kommunen. Hier kann man ja sofort damit anfangen, mitzudenken und auch danach zu leben. Und Ja, Wechsel 2. Ja, aber ich habe ja heute tausende Gründe genannt, warum für mich das Schenkeland leider keine Alternative ist, weil ich es für eine totgeborene Sache halte. Wechsel. ja, Wechsel 1, dann genauso wie Bill Gates noch mit seinen Millionen oder Milliarden kommen kann, kann schon ausprobieren, wie wohl er sich fühlt in einer Gemeinschaft von Menschen, die nicht mehr nach Geld und Macht, sondern nach Vernunft und Liebe miteinander gehen will. Genauso, das war ja die letzten Jahre auch etwas, was uns eigentlich verband, auch dich, lieber Dylan, mit uns. Es kann auch jemand kommen, der so Reformschienen in der Gesellschaft wie jetzt Wohlfühlstimme und andere politische Reformideen mit in die Diskussion bringen will oder dafür Experimentalmodelle mit auf die Beine stellen will. Piep, 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 piep. Es muss insgesamt erforschbar werden, wie der Ausweg gefunden werden kann. In freier Argumentekultur. So, ja, also von daher, es ist ja für heute alles gesagt. Janik, du noch ein Schlusswort ganz kurz, oder? Also es ist ja heute für alle Argumente liegen auf dem Tisch. Die Zuschauer können sich aussuchen, was sie interessant finden. Und es kann sehr gut sein, dass die hochkomplexen Ideen des Gemeinwohllandes eben für die meisten Menschen am Ende doch zu komplex sind. Wechsel. Ja, also genau, man kann sich das jetzt mal alles mal wieder weiter gut überlegen. Ich werde das jetzt auch mal so versuchen mitzunehmen, die Gedanken, und ja, wünsche uns da gutes Denken und gute Gedanken zu. Ja, genau. Gute Nacht. Aber ich finde, wir haben jetzt diese durch das Überlegen, Schenkerland, Gemeinwohlland, sind wir in manchen Dingen viel praktischer geworden und dadurch ist es für die Zuschauer bestimmt informativ, den Kontrast, die Unterschiede zu sehen, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und so weiter. Ne? Ja, dann bis zum nächsten Samstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüssi.